jetzt sind wir hier am Grundstück, welches gerodet werden soll. Das sind insgesamt 1500 Quadratmeter. Wir haben einen 9 Tonnen Bagger uns beim Baggerverleih geliehen für 220 Euro am Tag plus einen Sortiergreifer. Hoffentlich können wir den heute zurückgeben, der kostet nochmal ein Profi. Dann steht hier ein 40 Kubik Container, auch irgendwie von einem Containerentsorgungsbetrieb für den ganzen Grünschnitt. Und dann machen wir das heute alles platt und hoffen, dass wir dann morgen mit dem Grabenlöffel hier 2 Meter Ausführung dann das ganze Grundstück glatt ziehen können. Das Wurzelwerk jetzt so rausziehen, dann werde ich das Ganze einmal mulchen und vielleicht muss noch ein bisschen Sand drauf, weil das relativ lehmiger Boden hier überall ist und dann wird Grasen angesät. Also gucken wir mal. Das ist das richtige Gerät. Bagger, der kann schon was. Plus Meister natürlich. Schweren Gerät. Gehen wir auf den Beton. Flöcke direkt raus, ohne Probleme. Deshalb holt man sich immer einen Bagger größer, als man wirklich braucht. Dann hat man es nämlich leichter, als dass man dann irgendwo am Ende wieder so ein Chaos hat und zu kleines Material. Bedeutet immer doppelt so viel Arbeit. Uhr. Nicht mehr viel da vom Grundstück. Und ich habe noch gedacht, Kettensäge und Freischneider. Genial. Damit schaffst du, wenn du es nicht kannst, gar nicht. So würde das dann aussehen. Deswegen ist das auch, wenn du dir Bagger mietest und irgendwas machen willst zu Hause, das ist teurer, als wenn jemand einfach kommt, der so und gibt dir Geld. Alleine kriegt man das nie hin. Und nichts über einen professionellen Baggerfahrer. Wir haben gestern probiert, ein bisschen zu fahren mit dem Bagger als Laie. Unmöglich. Das lohnt sich auf keinen Fall, wenn man da keinen Profi hat, der das tagtäglich macht. Klar kriegt man ein bisschen was bewegt, aber schau mal hier, wie er das rauszangelt. Komplett krank.
Tag 2, 12 Uhr. Insgesamt jetzt 14 Stunden gearbeitet. Sind jetzt doch mehr Container als gedacht. Wir kriegen jetzt noch einen 20 Kubik, dann haben wir insgesamt 100 Kubik Grünschnitt weggefahren. Container überladen, so scheiße, ey. Die müssen wir neu laden. So, das Grundstück ist jetzt komplett gerodet und jetzt kommt als nächstes ein Kollege, der hat hinten im Wingert einen Traktor mit Mulche und dann mulcht er uns alles hier nochmal durch und dann können wir eine Wiese ansehen. Jo, war ein bisschen doof jetzt am Ende, wir hatten jetzt hier 4 Container stehen, die waren dann überladen gewesen, dann konnten die nicht abgeholt werden, dann mussten wir nochmal unseren Bagger holen, um dann nochmals das umzuladen. Das hat jetzt gestern Abend nochmal gedauert. Also Tipp, überladet die Container auf keinen Fall. Fragt, wie viel rein darf und wie viel Füllmenge das ungefähr ist an. Weil wir hatten die halt bis oben hin voll geladen und gestopft und das war da nichts gewesen. Ja, hat jetzt insgesamt, soweit ich weiß, 1000 Euro der Bagger. 2 Tage gekostet, also 3 Tage der Bagger, 1000 Euro, eigentlich wären es nur 2 Tage gewesen, ich muss jetzt nochmal den Bagger leider mieten und die Entsorgung wird wahrscheinlich 1500 bis 2000 Euro nochmal kosten. Dann hat der Baggerfahrer natürlich seinen Lohn erhalten, nochmal mit 800 Euro und das war's an Kosten. Müll habe ich nochmal weggefahren für 100 Euro.